Hallo lieber Zuschauer, grüße euch. Wir haben jetzt eine Hose, dass wir die Reißverschluss austauschen. Ja? Das ist die alte, ist kaputt, keine Wunder auch, weil die Stoff ist so fast wie Jeansstoff und diese Kunststoffreißverschlüsse taugen nicht so gut. Also ich habe alles weggetrennt, ja. Manche tun so einfach hier, ja, und dann einfach nähen und da ist eine zusätzliche Naht, sieht man, das schaut blöd aus. Also am besten ist alles so wegtrennen, ja. Seiten auch. Und es ist ganz einfach, einen Reißverschluss auszutauschen. Zeig's euch, also ich fange immer von dieser Seite. Für mich ist so besser. Und manche fangen auch von da, aber ich finde es von der Seite ist besser. Ja. Also wir tun das aufklappen. So. Und man sieht auch die Stiche, alte, wo die Reißverschluss drin, also genäht war. Also hier und dann fangen wir auch so an, genau in gleiche Stelle. Da ist die Stoppe, also so ungefähr, die Stoppe muss von dieser Naht, obere Naht runter sein. Ja? Also wenn das so ist, dann später, wenn wir obere Naht machen, dann kann sich auf das treffen und die Nadel kaputt gehen. Also so 1 Zentimeter ist ganz gut. Entschuldigung. So, ja, wenn man das genäht ist, dann kann man diese andere Naht machen. Bevor wir das machen, jetzt schneiden wir die Reißverschluss von oben. Ja, das ist genau bis hier. Ja, zeige ich. Ja, also so viel schneiden wir weg. Andere Seite auch. Also eigentlich brauchen wir oben auch keine Stoppe drauf tun. Ihr müsst nur beim Nähen kurz hier aufpassen, also aufpassen, dass eure Nadel nicht kaputt geht. Dann tun wir alles ordentlich rein. Ja? Da sieht man sogar die alten Stiche immer, so dass gescheit drin ist. Und mit Finger spürt man, wo die Reißverschluss ist ungefähr. Ja, und in diese Stelle einfach mit Hand drehen, damit Dings, wenn drauf ist, dann können sie ein bisschen hin und her und geht's drauf. So, dann machen wir hier auch. Ja, hier ist jetzt drauf, ja. Ich spüre es, weil mein Nadel bewegt sich auch so links und rechts. Ich mache ein klein bisschen vorne und so, ja. Hier ist befestigt und dann kommt die Reißschiebe nicht raus. Dann machen wir die obere Naht. So,
schaut sie, wenn die obere Naht macht, dass diese Stoff nicht so ist, die untere, ja, sondern richtig gescheit drin ist. Und klar, gut wie möglich auf alte Stiche nähen. Ich habe mir hier zwei Lichter gemacht, das hell ist. Vorteil ist, dass dann für Video ganz gut schaut hell aus, aber Nachteil ist, irgendwie ein bisschen blendet. Okay, also in diesem Bereich unbedingt die eine Seite nach oben klappen, ja, nicht mitnähen, weil dann danach andere Seite, wenn wir nähen, gibt es Schwierigkeiten. Und diese Kurve oder so halbrund einfach so, so langsam nähen und leicht drehen. Dann machen wir die andere Seite, andere Naht auch. Komm gleich. Okay, sorry für Unterbrechung. Ich muss auch Kunden bedienen und auch meine Videos machen. So. Ja. Also alles auf alte Stiche haben wir genäht. Die Seite ist fertig. Und dann machen wir alles so in Ordnung. Lass mal erstmal hier, fangen Sie nicht hier, sondern einfach so da oben ein bisschen, damit die alles zurechtbringen. Dann machen wir die Reißverschluss zu. So, also ich tue es so, ja, damit das nachher dann gleichmäßig ist, ja, wenn eine Seite von Reißverschluss länger ist und eine Seite kürzer, dann beim fertig ist, dann ist so oder so, ja. Deswegen, ich mache es so. Ihr könnt auch kurz eine mit Kugelschreiber oder so einen Strich machen, markieren, aber ich mache es so, ja. Einfach so nehme ich, mache ich auf, wieder da und hier reinschieben. So, und dieser Bereich muss man wieder aufpassen. So, dann schmeißen wir das so rum. So, hier sollte ein bisschen mehr aufmachen, auftrennen, habe ich vergessen. So. So, restliche Nähte dann schneiden wir später. Und dann drehen wir zum Schritt.
Machen wir Reißverschluss zu. Schauen, dass alles in Ordnung ist. Genau. So. Und hier ein paar Stiche verstärken. Hier auch. Ich komme dann aufs zweite Naht zurück. Ja. Bis Hälfte, ja, also hier und fertig. So, jetzt schauen wir, ob alles in Ordnung ist. Schau, ja, wenn das zugedeckt, wenn das bisschen nicht in alte Stelle nähen oder wenn man nicht weiß wo, ja, dann wenn fertig ist, dann schaut das so aus oder so, das bisschen, nicht bisschen, sondern gar nichts in Ordnung. Aber jetzt wieder alles, die Reißverschluss zugedeckt, funktioniert, ja, das auch in gleiche, ja, also in gute Stelle. So, danke fürs Zuschauen. Liken und kommentieren nicht vergessen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann bitte einfach im Kommentar schreiben. Bis nächstes Video. Bye bye.